Hey Leute, neue Fußballschuhe aus der Adidas F50 Adizero Linie und zwar hier mit dem Adidas F50 Adizero 4 in der Glow Sonderfarbe. Die Farbkombination stammt aus dem Earth Pack und sorgt dafür, dass der F50 endlich mal wieder einen neuen Look erhält. Zum Einsatz kommt dabei ein sehr helles Farbdesign, das den Schuh deutlich vom bisherigen Summer Pack abhebt und zudem noch etwas dynamischer erscheinen lässt. Die Glow-Sonderfarbe ist dabei eine Sonderfarbe, wie ich eben schon sagte, und hat kaum technische Features, die neu sind. Das heißt, zum einen kommt an der Front das Dribble-Text-Material wieder zum Einsatz, was dafür sorgt, dass ihr bei jedem Wetter wirklich gute Ballkontrolle habt. Zum anderen kommt im seitlichen Bereich, wie ihr hier sehen könnt, das Speedform-Material wieder zum Einsatz, was extrem schnellen Segelbooten nachempfunden worden ist und was mitverantwortlich ist für das geringe Gewicht der Fußballschuhe. Was beim F50 Glow der Fall ist, es handelt sich um die ersten Schuhe, die aus dem leichten Hybrid Touch 2.0 Material kommen. Das heißt, die Fußballschuhe bestehen aus dem gleichen Material wie auch zum Beispiel die Messi Edition, die aktuelle. Und die Fußballschuhe sind so noch etwas anpassungsfähiger und passen sich so etwas besser noch dem Fuß an, als noch die Fußballschuhe aus dem Summer Pack. Die Unterschiede zwischen Hybrid Touch und Hybrid Touch 2.0 sind aber wirklich minimal. Auf der Unterseite der Fußballschuhe kommt die bekannte Speed Traction Sohle zum Einsatz, die wir auch aus dem F50 Summer Pack kennen. Das heißt, wir haben ein Speed Traction System, was dafür sorgt, dass man immer den maximalen Grip hat. Vor allem schnelle und wendige Spieler sollen im Vorderfußbereich besonders wendig sein, besonders trickreich sein. Nicht umsonst gilt Messi als Promotion-Spieler für die F50-Linie. Die Sprintframe-Sohle ist mitverantwortlich für das Gewicht der Schuhe. Die Glow-Version kommt wie alle F50 IV, also Vierer-Modelle, auf ein Gewicht von 150 Gramm. Im unteren Bereich haben wir zudem die Möglichkeit, auch die Glow-Version wieder mit Mi-Coach auszurüsten. Der F50 wird demnächst dann der einzige Schuh bleiben, der noch Mi-Coach-fähig ist. Beim neuen Predator wird dies schon nicht mehr der Fall sein. Dafür jedoch bleibt es beim F50 erhalten. Meine Frage an euch, eine Sonderfarbe? Lohnt sich die Farbe oder hättet ihr euch was anderes gewünscht? Wie gefällt euch die Farbstellung? Und vor allem, was spricht bei euch für den F50 oder welche Fußballschuhe würdet ihr im Moment dem F50 vorziehen?